ein bisschen über die Instrumente erfahren. Und deswegen wollen wir das jetzt auch an dieser Stelle einfach spontan einfügen. Das ist sehr schön. Ja, ich spiele eine Viola da Gamba. Viola war eigentlich nur eine Bezeichnung für ein Saiteninstrument. Und da Gamba hat dann mit der Haltung zu tun, wie ich das Instrument halte. Es gab, sage ich jetzt mal, die Viola da Bonaccio, wo sich die Geigenfamilie daraus entwickelt hat, also das, was ich mit dem Arm gehalten habe. Ich habe die Viola da Gamba, das können jetzt nur die Vordersten sehen. Ich halte das Instrument mit den Beinen. Die liegen auf den Unterschenkeln. Also ich habe keinen Stachel, wie man es vielleicht vom Cello kennt, sondern es wird so mit den Beinen gehalten. Daher der Name Viola da Gamba, also das Saiteninstrument, das mit den Beinen gehalten wird. Dieses Instrument gibt es in verschiedenen Tonlagen, genauso wie es jetzt eine Blockflöte wie hier. Ja, wir haben die Sopranflöte, die Altflöte, die Tenorflöte, die Bassflöte, so, noch tiefer auch noch. Und so ist es hier genauso, die wurde genauso in Familie gebaut. Das wäre jetzt das Discant-Instrument. Es ist ganz genauso, genau eine Oktave höher. Dazwischen gibt es noch ein Instrument, das wäre die alte Gamba. Dann gibt es noch die ganzen bis Kontrabassgröße, das wäre dann die Violone, nennt man die. Und es gab sogar in Frankreich ein Instrument, was noch kleiner war als dieses, diese Pâte de Viol. Und zwar kam das so, dass die Geige allmählich Konkurrenz wurde zur Gambe, weil die Gamben bevorzugten Instrumente, wie auch das Cembalo oder die Laute an den königlichen Höfen. Aber die Geige wurde in Frankreich auch sehr populär und die Geige hatte Seiten. Und dann gab es jemanden, der hat dann eben die Unterseite weggelassen, die Seiten, und dann dafür noch eine höhere Seite da dran gemacht. Ja, damit auch die Gamba so ein bisschen noch höher fliegen konnte. Und dann gab es ein bisschen einen kleinen Streit, was wohl das schönere Instrument ist. So. So, ich spiele Théorbe. Théorbe ist ein französischer Name, Théorbe, in Italien genannt das Tiorba. Oder Chitarrone in Rom, wollte alle extra nennen, das Chitarrone heißt. Und eigentlich Théorbe heißt verlängerte Basssaite, dazu ist. Normalerweise, jeder kennt diese Knie als Laute. Einfach abgebrochen, Laute, aber hier ist keine so. Einfach verlängerte Basszeiten dazu. Das heißt einfach theorbierte Laute heißt das. Und diese Laute ist extra so länger fertig gemacht, weil ich noch tiefen Bass haben wollte. So viele fragen, warum hier nicht so nur so Dekoration ist. Ne? Dann ich sage das, wenn man hier drückt, dann eine Oktave höher oder höher Ton Bereich erreicht, dann genauso wie diesem Spielmensur, hier diese Seite. Diese Seite geht zum Beispiel F, dann noch tiefe Seite. Wenn man drückt, bleibt einfach F, 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 alles so. Einfach so. So, das ist eine Instrumentart von der Lautenfamilie. Ja, wie gesagt, es gibt Kniehalslaute, davon noch Renaissance-Laute, in der Renaissance-Zeit gespielt hat, und Barock-Laute, in der Barock-Zeit gespielt hat. So, das ist so, ungefähr kann man sagen, später, Spät-Renaissance-Zeit bis zum Hochzeit. Für Ensemble und in Frankreich besonders für Solo gut entwickelt. Und daneben, ich habe ein kleines Instrument, so, Kinderinstrument sieht so aus. So schöne, süße Gitarre heißt, Barockgitarre, in der Barockzeit so entwickelt ist. Mhm. Natürlich gibt es heutige Tage mit Nylonseite ist noch größere Korpus. Das ist eigentlich die moderne Gitarre, seit ungefähr so 100 Jahre so neu gekommen ist. So, dann alles ist eine Doppelseite, aber was besonders ist, das hat keine Bassseite. Normalerweise, normale Gitarre hat hier Bass, Seite, Bock, Bass, Unterstützung. Aber das ist schon Bockton. Deswegen eine Spielweise sehr interessante Sache. Zum Beispiel
G, A, A, T, wenn man spielt, ne, dann kennt ihr das, ne? So, wer Gitarre ein bisschen so spielen kann. Aber hier ist G, A, A ist zum anderen Seite. G, A, 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 G, A, A, T. Klingt wie ein Glocken von der Kirche. Campanella, Technik heißt das. Deswegen Tonleiter war anders. Zum Beispiel, was ich gerade Kaspar Sanz gespielt habe. Ich habe, das war Tonleiter, aber so. Das war damals Barockgitarre gewesen. So. Ja. Also, dann, wir fangen an.